Willkommen, Engineers! Zurück bei der Enigma. So heißt ja dieses komisch verbaute Schiff. Wo will unser Bohrer hin? Ich glaube, wir haben gerade ein Problem. Nee. Ich dachte schon. Okay. Dann schick mal den Jumper nämlich auch gleich dahin. Jumper. Doch der da. Was macht er denn wieder? Technische Probleme, hä? Oh, jetzt wäre ich fast dagegen geflogen. Ah, die Triebwerke sind aus. Genau, die haben wir ja ausgeschaltet. So, Fernsteuerung, Einweg, Orbit. Flieg langsam. Enigma? Ja. Jo. Ich dachte erst, deswegen war ich so geschockt, dass der Bohrer abstürzt. Aber dem war jetzt nicht so. So. Wir schnappen uns jetzt die Enigma. Echt mal gucken, wo ich das Loch gerade reingemacht habe. Schätze mal genau da. Jo. Machen wir kleiner wieder zu. Okay. Helm haben wir abgesetzt. Und da läuft auch der Sauerstoff, wie ihr seht. Machen wir mal die Tür noch zu. Okay, wir sitzen quasi da oben drin. Wenn wir so eine Art Bauchklatscher hinkriegen. Dann sollte das nicht das Problem sein. Ja. Wir stürzen mal los, im wahrsten Sinne des Wortes. Wie jetzt? Das kann doch gar nicht sein.
Oh. 16. Es reicht. Ship fuel low. Oder was meint ihr? Reicht das? Reicht das nicht? Jetzt sagt er 9 Minuten, dann wieder 11 Minuten. Okay, ja, holen wir doch mal was. Fernsteuerung. Den entfernen, den setzen. Orbit, Einweg und los geht's. Kollision haben wir an, oder? Ja. Ich sehe den Jumper nicht mehr. Oder ich glaube, die Antenne ist eh nicht so weitreichend. Ja, fliegt ziemlich langsam. Ah, jetzt gibt er Gas. Trägheitsdämpfer. Aus. Dann können wir nämlich auch laufen. Ihr seht, meine Geschwindigkeit unten rechts, 12 Meter pro Sekunde haben wir schon. Tanken wir hier mal kurz den Sauerstoff auf. Halt, dazu müssen wir den Helm aufsetzen. Tanken wir da kurz auf, dann setzen wir Helm wieder ab, damit wir hier nichts verschwenden. Okay. Dann halt nicht. Licht, Trägheitsdämpfer, Ober, Jumper. Ja, existiert noch. Admin-Drohne 2, das Ding, was auch immer das alles ist, das Ding kennen wir. Wo ist jetzt der Jumper geblieben, der Blödmann? Oh, wo ist denn hier jetzt Punkt Zero? Aus. Die Enigma kommt. Dann sinken wir uns bloß mal ein paar hundert Meter ab. Wo ist denn der Jumper geblieben? Ist der abgestürzt oder was auch immer? So, das reicht. Wie sieht es denn hier eigentlich aus? Produktionstechnisch tut er wieder mal nicht produzieren, das war ja klar. Dann schauen wir mal in die Montageanlagen. Platin AU, AU ist da, Kobalt ist da, Eisen haben wir da und Kies haben wir nicht, doch haben wir da. 1B. So. Also ist jetzt dein Ernst oder was? So.
Er produziert immer noch nicht. Was brauchst du? Was fehlt dir? Kies hast du Dingens Silber. Silber. Moment. Er schreiben kann, ist auch klar im Vorteil. Wir brauchen Silber. So, zumindest läuft da ein bisschen was durch, könnte jetzt die Produktion dann fast wieder anlaufen. Schauen wir noch einmal in die Montageanlage. Silber. Also ich weiß nicht, was das soll. Oh, da ist der Jumper. Ist der Enigma? Achso, da. Hat der Jumper? Ah, der heißt da gar nicht Jumper, deswegen. Jumper? Jumper eigentlich eine Antenne? Eine beschädigt uns. Nö. Ich hätte gedacht. Okay. Dann kommst du hier erstmal grob zwischengepackt. Wo ist die Enigma? Da kommt sie. 6000. Die sollte mehr oder weniger in 700 Metern Entfernung dann ankommen. So, jetzt wollte ich mir das nochmal anschauen hier. Da stimmt ja was nicht. Mit den Produktionsanlagen. Kies. Jetzt haben wir Kies plötzlich gar nichts mehr. Willst du mich verarschen? Kies. Da ist doch Kies. Und da ist Silber. Montageanlage 1B.
Der produziert doch gar nicht. Was ist da los? Fehlende Gegenstände. Eisenbahnhammer. Nicht ausreichend für diese komplette Dingens. Dann fehlt uns hier Nickel und Gold. Nickel, Gold, Kobalt, Platin. Nickel. Das da ist Gold. Und ein bisschen Platin. Tun wir dir auch rein. Kein Problem. Aber du machst nichts. Blöder Hund. Ich hasse diese Produktionsanlagen. Dann brechen wir das halt einfach mal ab. Soll er sich den anderen Krampf alleine ranholen nach und nach. Da ist leer. Der übernimmt aber keine Arbeit. Dann machen wir da auch erstmal eine Pause. Und da soll er sich den anderen Scheibenkleister holen. Okay, da ist die Enigma. Sie ist im Anflug. Das heißt, wir werden die mal anhalten. Wo ist es? Wo ist es? Wo ist es? Fernbedienung, Fernbedienung, Fernbedienung. Und Fernbedienung. Oh, ist schon aus. Ja, perfekt. Dann. Ne, den lassen wir mal eingeblendet. Ne, warte mal, den können wir ausblenden. Da haben wir den Bohrer hier oben stehen. Und dann möchte ich gerne mit dem Bohrer andocken an die Enigma. Damit wir eventuell mit der im Notfall wieder starten können. Wo tun wir die denn andocken? Die müsste man eigentlich hier vorne drauf machen. Da vor dem Cockpit sozusagen. Genau, da schmeißen wir die drauf, Stück Zeug, und nach unten, da ist das Füßle. Nase nach unten, Nase nach unten, wieder ein Stückchen runter, und deployed. Okay, Triebwerke aus. Sollte sitzen. Fuß ist grün. Passt. Wir haben gar kein Werkzeug mehr einstecken, ne? Ach, jetzt habe ich Gustav gedrückt. Eieieiei. Danke. Genau hier. Eure Scheiße hier. Na. Weg. Ich hole mir richtiges Material. Also Werkzeug. So, wir nehmen mal noch ein kleines bisschen mit hier. So 20. So. Hier ist jetzt offen. Ich weiß noch immer nicht, wie das funktionieren soll. Wohl möglich.
Bearbeiten, schließen, ausführen. Bearbeiten. Vielleicht funktionieren die ja deswegen nicht so richtig. So, und dann haben wir die Zeitschaltuhr. Also dann in dem Fall wahrscheinlich dann den Timer. Befehl erstellen. Airlock. Müssen wir mal gucken. Hangar, Airlock. Das ist der Airlock. Und das ist Timer Block 2 Airlock. Timer Block 2 Airlock. Starten. Irgendwas funktioniert doch da nicht. Ja, Hangar, Lichter bis zum geht nicht mehr, ne? Innendoor, da, Hangar, Airlock. So, das sind die Lampen. Aber das hier ist Airlock Inner Door. Airlock Inner Door. Ja. Gehen alle nicht. So. Irgendwo war doch der große Reaktor. Da schmeißen wir das Zeugs mal schnell rein. Da ist der große Reaktor, aber da können wir ja von hier aus gar nicht hin. Wo ist das? Ah, da. Oh, komm her hier. Jetzt haben wir auf jeden Fall genügend zum Landen. Ja. Da geht's hoch. Ich vergesse jedes Mal. Ich vergesse jedes Mal, wo es lang geht hier. Ist wirklich unheimlich. Aber hier sind wir richtig.
Okay. Wir können starten. Aber erst in der nächsten Folge. Danke fürs Zuschauen.